eine der wichtigsten Fragen zu Destiny 2 wurde jetzt endlich von Bungie erläutert, beziehungsweise uns wurde eine Antwort darauf gegeben. Und zwar, ob wir unsere Charaktere mit in Destiny 2 übernehmen können. Und theoretisch können wir es praktisch nicht so richtig. Ihr verliert auf jeden Fall alle Fähigkeiten und euer Inventar, also eure Exos, eure generelle Ausrüstung, eure Waffen, das alles werdet ihr verlieren, genauso wie die Eververse-Gegenstände und auch die Währung. Das alles bleibt in Destiny 1. Destiny 1 wird also nicht abgeschaltet, sobald Destiny 2 released ist. Dafür erhalten wir sozusagen einen Veteranenstatus. Was das genau ist, wird Bungie in den nächsten Wochen, Monaten uns sicherlich genauer erklären, weil dazu ist jetzt bis jetzt nichts bekannt. Allerdings werdet ihr ein bisschen was behalten dürfen, weil Bungie es eingesehen hat, dass wir sehr an unseren Hütern hängen. Und zwar dürfen wir die Klasse behalten. Das heißt, es wird auch in Destiny 2 Warlocks, Titan und Jäger geben. Außerdem werden die Rassen gleich bleiben, also Exos, Menschen und Erwachte. Und das Geschlecht sowie Gesicht, Haare und die Kriegsmale, die ihr auswählen konntet, werden auch gleich bleiben. Wenn, das ist nämlich so ein kleines Aber an der Geschichte, ihr mindestens Level 20 seid und die Mission Schwarzer Garten in der Story bereits abgeschlossen habt. Nur die Hüter, die diese Kriterien erfüllen, werden dann auch in Destiny 2 übertragen. Genau, und auch diese Voraussetzungen müssen dann erfüllt sein, um im Endeffekt den Veteranenstatus für Destiny 2 zu erhalten. Das ist eigentlich alles, was ich euch dazu bis jetzt sagen kann, weil Bungie hat ansonsten nicht so viel zu Destiny 2 gesagt in diesem Weekly Update, das sie uns heute gegeben haben. Und von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!